Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen, aber feinen Review hier auf meinem Kanal. Wie ihr schon seht, heute geht es um die Lasmax H75 Professional Dynamic Headphones. Also es geht um Kopfhörer, nämlich um die Lasmax H95. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die Firma Lasmax, die mir die Kopfhörer zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Man sollte vielleicht damit beginnen, dass diese Kopfhörer preislich gesehen relativ in der Unterklasse liegen. Das heißt, sie kosten neu zurzeit ungefähr 90 Euro. Und genau deshalb habe ich mir diese Kopfhörer mal zu Testzwecken zuschicken lassen und habe sie für euch getestet und werde sie jetzt einfach euch mal präsentieren. Ihr seht das schon vielleicht, die Verpackung wirkt relativ hochwertig. Wir haben hier so eine matte Pappe, wo hier so ein glänzender Sticker drauf gedruckt ist, so ein Riesensticker, der auch noch über die rechte Seite so rüber geht. Jetzt schauen wir mal auf die Rückseite. Da sind nämlich ein paar Specifications, also ein paar technische Daten. Da schauen wir zunächst mal auf den Driver-Diameter, also auf den Durchmesser der Ohrmuschel. Und der beträgt nämlich 5 cm. Das hat den kleinen Sinn, dass die Ohrmuscheln hinterher sehr eng bzw. sehr gut am Ohr anliegen. Die Impedanz 64 Ohm sagt auch noch nicht so viel über die Leistung dieser Kopfhörer aus. Dann haben wir hier die Frequency Response, also den Frequenzbereich von 8 bis 30.000 Hertz ist auch schon ein relativ großer Bereich. Dennoch bringt es einem natürlich nicht so viel, weil man diese Frequenzen einfach nicht hören kann. Dennoch im Vergleich zu anderen Kopfhörern ist dieser Bereich dennoch eher groß aufgefächert. Die Sensitivity ist im Grunde nichts anderes als die Lautstärke und die beträgt hier 87 plus minus 3 Dezibel. Die Distortion, das ist der Klirrfaktor, die Verzerrung des Kopfhörers, der liegt unter 0,5% THD. THD bedeutet in diesem Fall Total Harmonic Distortion und gibt im Grunde einfach nur einen Faktor an, in diesem Fall also 0,5%, um den der Originalklang verzerrt wird vom Kopfhörer. Und unter 0,5%, das ist schon sehr gut. Dann die maximale Input Power, also die maximale Leistung, die der Kopfhörer verträgt, die eingegeben werden können, sind 100 Milliwatt. Der Stecker ist 3,5 mm oder 6,3 mm Klinkenstecker. Ihr seht schon, dieses oder besagt, dass hier ein Adapter mit dabei ist. Und das ist schon mal ein weiterer Pluspunkt. Das Nettogewicht, also das Gewicht, liegt bei 388 Gramm. 388 Gramm sind relativ viel im Vergleich zu anderen Kopfhörern. Da liegen viele noch deutlich unter 300. Das Gewicht merkt man beim normalen Tragen eigentlich nicht, da man hier, wie ihr gleich sehen werdet, viel Polsterung hat. Ansonsten haben wir hier noch so ein paar kleine Bildchen. Over-Ear-Earpads bedeutet, das ist eine halboffene Bauform. Dann haben wir Stereo Gold-Plated Plug. Das habe ich eben gerade noch nicht gesagt. Die Anschlüsse sind vergoldet. Ansonsten war es das. So sieht die Verpackung aus. Wir machen die jetzt einfach mal auf. Auch da wurde nicht gegeizt. Das ist einfach nicht eine billige Verpackung. So befindet sich dann ein Magnet. Den macht man auf. Und hier kommt einem der Kopfhörer schon entgegen. Hier sehen wir erstmal noch den 3,5 zu 6,3 mm Klinkenstecker. Der ist auch nicht einfach nur zum Draufstecken, sondern zum Draufschrauben gedacht. Vergoldet, seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, weil die Kamera nicht scharf stellt. Und dann hier Lasmax typisch eine samtig weiche Seidentasche. Jetzt schauen wir uns mal den Kopfhörer an. Ich hole den mal eben kurz raus. Und ihr seht schon, wahrscheinlich hier kommt uns 2,50 m Kabel entgegen. Wenn wir uns das Kabel einmal anschauen, kann man allerdings festhalten, das Kabel ist sehr gut verarbeitet. Hier erstmal noch ja gut, stellt nicht scharf. Der vergoldete Klinkenstecker, allein der Stecker wiegt schon ein bisschen was. Das fühlt sich sehr hochwertig an. So, jetzt schauen wir uns mal die Kopfhörer an. Das sind sie also, die Lasmax H95 Dynamic Headphones. Und wir schauen uns erstmal die Verarbeitung an, nämlich die Ohrmuscheln, hier die Ohrschalen. Da schauen wir mal von außen drauf. Hier haben wir also dieses Aluminiumgitter, was ja für die Vibrationsdämpfung sorgen soll. Ansonsten sind die Ohrmuscheln an sich aus Plastik. Sieht jedoch sehr hochwertig gemacht aus. Auch hier diese Polsterung, wenn wir uns die mal von der anderen Seite anschauen, wirkt sehr hochwertig. Die Nähte sind sehr sauber vernäht. Oder beziehungsweise die Schichten an sich sind sehr sauber vernäht. Nichts Überstehendes oder keine Ziehfäden oder ähnliches, also sehr sauber vernäht. Muss nur gesagt werden, das ist eben der kleine Nachteil von Leder, dass es da halt schnell warm ums Ohr wird. Ansonsten schauen wir uns, achso, was natürlich gesagt werden sollte, die Ohrmuscheln lassen sich natürlich drehen. So lassen sich dann halt dementsprechend perfekt an den Kopf anpassen. Wir schauen mal auf den Bügel. Auch der ist, wie ihr hier sehen könnt, mit so einem Kunstleder überzogen und da ist der Lasmax-Schriftzug eingraviert. Auch hier haben wir diesen
Lederüberzug, ja gut, seht ihr auch hier wieder nicht. Diese Lederpolsterung, also er wirkt sehr robust und baut dementsprechend eine sehr große Spannung auf. Ja, also seht ihr das, die Spannung ist relativ groß. Das heißt, die Ohrmuscheln werden relativ gut und angenehm ans Ohr gedrückt. Und somit hat man den Eindruck, dass trotz des Gewichts der Kopfhörer relativ fest am Ohr sitzt. Allerdings nicht zu fest, weil eben, wie gesagt, diese Polsterung dafür sorgen, dass das Tragegefühl doch sehr angenehm ist. Dann haben wir hier natürlich noch die Anpassung. Das ist also die maximale Verstellbarkeit. Ich denke mal, da sollte jeder Kopf irgendwie reinpassen. Der Klang ist sehr klar. Man hat ordentliche Bässe. Die Bässe sind wirklich der Hammer. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die klingen wirklich präzise, kräftig. Natürlich nur, sei an dieser Stelle gesagt, nur wenn Bässe vorhanden sind. Das sollte man dazu sagen, der Kopfhörer spielt nicht mehr besser ab, als vorhanden sind. Den Bass hört man zwar immer sehr gut raus, aber es ist trotzdem nicht so, dass immer mehr Bass vorhanden ist, als eigentlich der Song beinhaltet. Von daher spielt er Songs eigentlich sehr originalgetreu wieder. Die Bässe wirken wirklich sehr präzise, aber trotz des vielen Basses sind die Höhen und die Mitten sehr gut getrennt. Das heißt, der Bass übertönt nicht alles und zu jeder Zeit sind im Grunde die Höhen wirklich sehr klar wieder zu erkennen. Ja, also die Höhen sind wirklich sehr klar, die Bässe sind sehr kräftig und präzise und beides ist sehr klar voneinander getrennt. Die Mitten liegen dann irgendwo dazwischen. Insgesamt aber doch sehr ausgeglichen, vielleicht eher Richtung basslastig. Fazit also, für 90 Euro bekommt ihr einen Kopfhörer mit erstens sehr gutem Zubehör und hochwertig verarbeitetem Zubehör, das heißt goldenem Klinkenadapter und einer sehr hochwertig verarbeiteten Tasche. Ihr bekommt einen Kopfhörer, der sehr ordentlich und sehr hochwertig verarbeitet ist. Ja, ordentlicher Bügel, ordentliche Muscheln, die sich sehr gut anpassen lassen. Sehr gute Anpassbarkeit vom Bügel her. Und ihr bekommt einen Kopfhörer mit sehr gutem Klang. Wie gesagt, sehr kräftige und präzise Bässe, sehr klare Höhen und alles sehr gut unterteilt. Ich würde mal sagen, für 90 Euro kann man mit diesem Kopfhörer auf keinen Fall was falsch machen. Deshalb empfehle ich euch diesen Kopfhörer auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen. Und das war's soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.